Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last Crown. Wir sind wieder hier. The Last Crown, ich weiß. Was tun sie da? Okay, wo waren wir denn beim letzten Mal? Wir haben ganz viele Fragen gestellt, wir haben Suppe gekocht und... was tun sie da? Sieht aus wie Archäologie. Leben sie schon lange hier? Sind jetzt schon ein paar Jährchen. Warum fragen sie? Wissen Sie etwas über die früheren Besitzer, die Aegers? Haben wir schon die Frage. Nein, kann ich nicht sagen. Wir haben das Haus in den 60ern bei einer Auktion gekauft. In den 60ern? Aber Sie sind nur... Egal, reden Sie weiter. Tja, das Haus war fertig, ausgebrannt, eingefallen. Hat uns, Catherines Familie eine Stange Geld gekostet, es zu renovieren. Okay. Reden wir von etwas anderem. Na gut. Ich lasse Sie in Ruhe. Kommen Sie wieder, wenn Sie was brauchen. Okay, also mehr erfahren wir von dem Typen jetzt auch erstmal nicht. Was haben wir denn hier? Vielleicht sind das die Aufzeichnungen. Oh. Ja klar, der klaut erstmal. Ich glaub's nicht, dass der endlich hilfsbereit und redet mit uns. Und das erste, was er macht, er klaut. Ja, ist klar. Heute Morgen habe ich noch einen Stein gefunden, weit drin im Carrion-Wald. Die Atmosphäre war herrlich. Der Mai-Feiertag steht kurz bevor und der ganze Wald war voller Knospen und neuem Leben. Wieder weist der runde Stein ein geometrisches Muster auf, das irgendeine Bedeutung haben muss, die mir jedoch nicht klar ist. Noch nicht. Wenn Carrie mich in Ruhe arbeiten lässt, kann ich dieses Rätsel vielleicht lösen. Ich werde schon mal den Meißel wetzen. Das haben wir rausgefunden, war ja das... Zeichen des Wassers, gell? Der Carrier. Ich werde eine Notiz machen. Okay. Tropfende Bienen, tiefer Wald, unterer Pfad. Stein, 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 zerbrochener Stein. Okay, was haben wir hier? Ich habe am Ende des Wegs ein paar stabile Eichenpfähle gefunden. Zweifellos gehören sie dieser Vogelscheuche vom Bauer. Darum hatte ich auch kein schlechtes Gewissen, als ich sie mitgenommen habe. Sie passen perfekt in die Löcher. Die vier großen Steinsäulen beherrschen den oberen Teil des Carrion-Waldes. Ihr Zweck ist mir ein Rätsel, denn sie haben keine offenkundig erkennbare Funktion. Wir haben sie die Mühlsteine getauft, weil sie aussehen, als könnten sie sich auf der Stelle drehen. Die runden Scheiben unter ihnen, dieser Ungetüme ähneln sehr der Mahlsteine an einer Mühle, sind aber bei altertümlichen Schriftzeichen verziert. Eine Öffnung oder ein Spalt? Die letzte Rolle. Okay, das tue ich jetzt nicht alles nochmal vorlesen. Ihr könnt ja hier stoppen an der Seite. Jetzt gucken wir mal hier, was das hier ist. Ist das Blut? Nein, eher Flecken von Früchten. Ja, Herbstbeeren. Okay, was haben wir hier noch so? Da ist noch ein Zeichen. Jetzt hat man schon. Noch irgendwas hier? Nein, das will ich doch nicht. Okay, gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns mal... Schauen wir mal zu Catherine rein und schauen mal, was da los ist. Ob die mittlerweile jetzt aufgewacht ist. Ich würde sagen, die soll stechen, ey. Guck sie dir an. Sieht echt aus wie eine Hexe, die ihren Mann gerade gefressen hat. Was? Okay. So, dann gehen wir mal zurück in den düsteren Wald. Denn da ist es kalt. Ich bin der Oswald. Ah, Oswald. So, okay, dann wollen wir mal schauen ganz kurz. Wir gehen erstmal zurück und stecken mal die Stöcker in den Mühlstein, der nicht mehr geht. Dann sollte das alles sich auch drehen. Und vielleicht kommen wir dann gleich weiter. Das ist nicht richtig.
stabile Eichenstäbe. Und die willst du dann nicht... Achso, ich muss erst mal... Achso, okay. Alles schön. Jetzt kann ich. Jetzt kann ich. Ja. Okay. Drehen. Und schauen. Drehen. Und schauen. Alter, das ist gruselig. Kann sein, dass sich die Atmosphäre gerade ein bisschen verändert hat. Drehen. Ich glaube, das soll so sein. Hier ist noch einer. Nichts. 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 Und? Hier. Warte mal. Mal die Zeichen dann angucken. Hier ist Sonne. Ich gehe mal zurück. Was haben wir denn, wenn ich hier reingucke? Ich habe echt keine Ahnung. Hier muss jetzt irgendwo noch einer sein. Ne, hier waren wir ja schon. So, gehen wir hier lang. Hier haben wir noch einen. Da läuft erstmal eine Runde. La 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 la. So. Warte, ich erst mal durchgucken. Okay. Da haben wir auch wieder diese Tannen. Da sehen wir das. Nein, Quatsch, das wollte ich nicht. Und noch ein letztes Mal. Ich glaube, wir müssen das da nehmen. Ich habe doch keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Es sind aber nur drei Stück. Wo ist denn der vierte? Kann ich jetzt eventuell hier hoch? Da hoch? Keine Ahnung, wo das hinführt. Ja, falls es überhaupt irgendwo hinführt. Ich schau doch einfach nach. Wo ist die Karte? Oh, pardon, das wollte ich nicht. Achso, das steht nicht da, wo es hinführt. Muss irgendwo ein zerbrochener Stein sein. Ager, hier ist der erste Stein, da ist der zweite Stein, da ist der dritte Stein, da ist der vierte Stein. Aber wo? Ich habe keinen vierten Stein gesehen.
Erster Stein. Zweiter Stein. Dritter Stein. Immer noch derselbe Stein. Es gibt keinen vierten Stein. Oder ist das hier hinten etwa auch einer? Ach, das soll auch einer sein. Waldpilze. Nee. Das habe ich bereits. Ist das hier ein Stein? Der hier, guck mal hier. Geister, mehr Geister im Dunkeln. Hier ist auch nichts mehr. Hier auch nicht. Und hier geht's wieder hoch. Ich bin überfordert. Müssen wir die wirklich irgendwie richten? Ah, dann ist die Frage, wie richten wir die? Moment, warte mal. Auf den Steintafeln stehen da vielleicht... Da sind noch diese kleinen Punkte unten drunter. Auf den Steintafeln ist da vielleicht angegeben, wie viele Punkte das haben muss. Dann könnten wir das richten. Moment, wir gehen aber zurück. Ja, komm, die Bälle verschwinden. So. Dann gehen wir hier rein. Dann gehen wir ins Haus rein, da rein. Dann schauen wir uns die Tafel nochmal an. Der gemusterte Stein ist stark zerbrochen, vielleicht durch den Frost. Da ist aber auch kein Punkt oder so. Wie merke ich mir das? Waititi, genau. Waititi ist, Frost. Der Frost. Da ist noch Wasser gewesen hier, gell? Er ist glatt gewaschen vom starken Frühlingsregen. Starker Frühlingsregen. Ist das A. Okay. Und jetzt hier noch. Was war denn das? Das sieht aus wie... Keine Ahnung, wie setze ich denn das zusammen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, warte. Weil da habe ich einen Stein weit drin im Carrion Board. Bringt uns ja auch nicht weiter und das... Bringt uns auch nicht weiter. Uns bringt absolut gar nichts im Moment weiter. Wir müssen irgendwie noch den vierten Stein finden. Wo war denn der? Der vierte Stein. Den haben die doch hundertprozentig auch hier drinne.
Hier oben vielleicht? War der hier oben? Ich weiß es nicht. Da ist er, ja klar. Dieses Muster wurde von der Sonne ausgebleicht. Wir haben drei Steine. Frost, Eis und Wasser. Der vierte Stein ist kaputt, genau wie der vierte Monolith. Oder Mühlstein. Aber wie wir das jetzt lösen, meine Freunde, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Denn für heute ist die Folge erst einmal wieder vorbei. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin würde ich sagen, tüdelü, bis morgen. Tschüss.